Die Ramradbrücke über dem Teltowkanal. Sie ist die wohl wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Teltow und Kleinmachnow. Bald aber wird sie für gut 2 Jahre gesperrt sein, zumindest für Kraftfahrzeuge. Ja, die alte Brücke ist baufällig, die hat umgangssprachlich Betonkrebs, würde also jetzt irgendwann von alleine einstürzen. Und um dieses Ereignis sozusagen strukturiert ablaufen zu lassen, die Brücke strukturiert und planmäßig kaputt zu machen, haben wir uns vereinbart, dass wir eben jetzt einen Ersatzneubau realisieren. Akute Einsturzgefahr gäbe es aber nicht, heißt es auf der öffentlichen Informationsveranstaltung im Berufsbildungszentrum in Kleinmachnow. Dazu eingeladen hat das Wasserstraßenneubauamt Berlin. Die Bundesbehörde ist für die 1977 erbaute Ramradbrücke verantwortlich. Am 11. November beginnen die Bauarbeiten. Nach der Sperrung wird das Baufeld eingerichtet, werden die ersten Vorarbeiten für die Behelfsbrücke gemacht. Dann werden die Leitungen umgelegt, die bauzeitlich in Betrieb bleiben sollen. Die werden über die Behelfsbrücke gelegt. Die Rampen für die Behelfsbrücke werden gebaut. Und wenn die fertig ist, die Behelfsbrücke, dann können die Fußgänger darüber geleitet werden. Und wir können mit dem Abriss, also mit dem Rückbau der Ramradbrücke anfangen. Grob geschätzt soll es Anfang 2020 soweit sein. Auf dem Informationsabend wurden von den Besuchern viele Fragen gestellt, auch die nach einer Behelfsbrücke für Kraftfahrzeuge. Naja, wir haben hier eine relativ hohe Brückendichte, sodass ich am Ende keine Behelfsbrücke für Kraftfahrzeuge genehmigt bekommen habe zu finanzieren. Die hätte also die Stadt Teltow selber bezahlen müssen. Da gibt es einen Beschluss der Stadtverordneten, dass sie das nicht möchten. Rund 1 Million Euro hätte diese Übergangslösung gekostet. Der Bund übernimmt die Kosten für den Brückenneubau von aktuell rund 5,5 Millionen Euro. Wir haben einen Generalauftragnehmer beauftragt, die Berger Bau SE, und die hat auch im Auftrag zum Beispiel sämtliche Leitungen umzuverlegen. Die werden natürlich direkt mit den Leitungsbetreibern abgerechnet, sind aber alle in dem Generalauftragnehmerbauauftrag, den wir ausgelöst haben, enthalten, sodass die gesamte Koordination auch Sache des Generalauftragnehmers ist. Die neue Brücke bleibt 12 Meter breit, aber die Fahrbahn wird verkleinert von 8 auf 6 Meter. Dafür werden die Wege breiter, die Fußgänger und Radfahrer zusammen nutzen dürfen, nämlich von 2 auf 3 Meter. Die Bauarbeiten sind insgesamt auf 2 Jahre angelegt. Für die gesamte Zeit soll der motorisierte Verkehr umgeleitet werden. Über die Potsdamer Straße in Teltow und die Wilhelm-Kültz-Straße in Stahnsdorf zum Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow. Ich denke mal, dass wir eine gute Lösung gefunden haben, was die Umleitung angeht, die aber dennoch durch das große Verkehrsaufkommen natürlich auch zu Schwierigkeiten bzw. Staus auch mal führen wird. Das ist uns ganz bewusst. Aber es lässt sich einfach nicht umgehen. Wir haben wenig Übergänge über den Teltowkanal. Und wenn einer ausfällt, dann kann man, glaube ich, keine Umleitung finden, die nicht zu Schwierigkeiten oder zu Problemen auch führen wird. Schon jetzt gibt es auf der Umleitungsstrecke aber oft Staus, vor allem im Berufsverkehr. Demnächst soll die Biomaltspange freigegeben werden und etwas Entlastung zwischen Teltow und Stahnsdorf bringen. In Stahnsdorf aber verzögert sich die Fertigstellung der neuen L77 und man kommt hier im Enzianweg nicht weiter. Da haben wir mit dem Landesstraßenbetrieb schon mal gesprochen, sind aber noch zu keinem Ergebnis gekommen, der eine Querung ermöglicht. Das in Kombination mit der Biomaltspange würde erst eine Möglichkeit schaffen, für die Stahnsdorfer letztlich den Stau am Stahnsdorfer Hof zu umgehen. Und wenn man sieht, dass bestimmte Ampelregelungen nicht funktionieren, wird nachgesteuert. Das ist uns hier auch nochmal versichert worden. Und da bleiben wir auch dran mit Sicherheit, dass wir, wenn irgendwo die Engpässe so groß werden, da auch nochmal nachsteuern werden. Es ist da nichts in Beton gegossen, da kann man immer noch eingreifen. Rettungsfahrzeuge und Busse dürfen über die Teltower Oderstraße und durch das Kleinmachnower Weinbergviertel fahren. Der Schwarze Weg, der von der Stahnsdorfer Wilhelm-Kültz-Straße ins Weinbergviertel führt, wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Also die Lösung, dass der ÖPNV und der Rettungsdienst über das Weinbergviertel fährt und der Schwarze Weg abgetrennt wird, ist eine gute Maßnahme. Wenn der Schwarze Weg freigegeben werden würde, würde das bedeuten, dass alle über das Weinbergviertel fahren. Und wir haben hier nicht nur historisches Pflaster, sondern wir haben auch ein reines Wohngebiet, was wir völlig zustauen würden. Und dann würde auch der ÖPNV und der Rettungsdienst nicht mehr fahren können. Der Schiffsverkehr auf dem Teltowkanal soll während der Bauzeit im Umfeld der Brückenarbeiten nur phasenweise eingeschränkt werden. Probleme mit Altlasten im Baugrund, wie beim Stadthafen in Teltow, sind laut Sabine Hüller nicht wahrscheinlich.
Wir haben den Baugrund gut untersucht. Wir haben auch die alten Unterlagen durchgelesen und haben keine Hinweise darauf, dass da was Seltsames sein könnte. Wir sind bewusst auch nicht in den Bereich der alten Gründung gegangen, sondern dahinter. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass das gut laufen wird.